Immer wieder taucht für mich eine Frage auf: Was taugt Bitcoin, Gold, Silber als Geldersatz, als Krisenvorsorge? Deswegen mache ich jetzt hier mal einen kleinen Beitrag dazu. Fangen wir mit Bitcoin an. Bitcoin hat sehr viele Gewinne eingefahren. Momentan hypt diese Währung, Pseudowährung, Kryptowährung. Es gibt gute Videos dazu, wie das funktioniert. Die verlinke ich euch unten. Aber ich möchte auf Sinn und Zweck einer Krisenvorsorge eingehen. In der Krise, was hilft mir da? Ein digitales Wallet. Zum Beispiel bei einem Blackout. Ich kann es nicht mehr einsetzen. Oder wenn der Staat Zensur betreibt im Internet und einfach die DNS-Server lahmlegt. Damit auch eure Verbindung zu den Firmen, wo ihr online einkaufen könntet. Das geht schneller, als man denkt. So ein DNS-Dienst kann für alle Webseiten blockiert werden oder vom Netz genommen werden oder auch nur einzelne aussperren. Dazu kommt noch in der Krise: Wo wollt ihr denn mit den digitalen Bitcoins einkaufen? Beim Bäcker? Wohl eher nicht. Zudem die Frage ist, was bei einem totalen Systemcrash passiert, ob danach die Währung noch zur Verfügung steht. Ich sage zwar ja, aber ich werde trotzdem vorsichtig. Ich sehe Bitcoin nur als Spekulationsobjekt. Also wenn ihr ein paar hundert Euro übrig habt, dann könnt ihr damit spekulativ auf Bitcoin setzen und vielleicht in nächster Zeit noch ein bisschen Gewinn einfahren. Als Krisenanlage, die ja eigentlich nicht während der Krise sein soll, sondern man legt ja was an, um nach der Krise besser starten zu können, taugt es nicht. Dann kommen wir zu Edelmetallen. Gold und Silber sind zurzeit meistens im Gespräch. Edelmetalle, ja, auch hier gilt: Wie wollt ihr diese Edelmetalle dann einsetzen in der Krise? Wollt ihr zum Bäcker gehen und ihm das Kilo Gold auf den Tisch legen und sagen: Hau dir mal 5 Gramm runter für eine Semmel? Ich sehe auch Edelmetalle eher als eine sichere Wertanlage für einen Neustart nach einer Krise. In der Krise wird euch das nur wenig helfen. Klar, es gibt so Silbertäfelchen, da kann man grammweise Silber runterbrechen. Die sind momentan auch sehr teuer zu bekommen, aber wer nimmt euch dann das auch wirklich ab und wie viel will er denn dann haben für 10 Semmeln? Gut, ihr müsst das eventuell sogar gut verstecken, denn es gab ja schon öfters mal ein Goldbesitzverbot für Bürger und wenn eine Krise kommt, eine Finanzkrise kommt, könnt ihr damit rechnen, dass der Besitz von Edelmetall wieder verboten sein wird. Als Wertsicherung ist Gold und Silber sicherlich brauchbar, aber nicht als Zahlungsmittel in der Krise. Bargeld. Ja, die 100-Euro-Scheine können bald nicht mehr das wert sein, worauf sie gedruckt sind, nämlich den Papierwert. Man hat das oft gesehen. Geht man zurück in der Geschichte, gab es schon oft eine Währungsumstellung, eine Hyperinflation, in der dann Geld plötzlich nichts mehr wert war. Dennoch, ihr solltet für den Notfall wenigstens 2 bis 3 Monatsmieten plus was ihr verbraucht im Monat zu Hause haben und nicht auf der Bank lagern. Denn man hat es ja gesehen in jüngster Vergangenheit, wenn irgendwo in einem Land eine größere Finanzkrise ausbricht, wie in Spanien und Griechenland, dann kriegt ihr nicht mal mehr Geld am Automaten. Die Banken machen sowieso zu und die Automaten sind bald leer. In der Übergangszeit, selbst wenn es eine Währungskrise geben sollte und eine neue Währung eingeführt wird, so geht das nicht von heute auf morgen. In der Übergangszeit könnt ihr immer noch mit eurem Geld etwas anfangen. Aber nicht sehr lange und es empfiehlt sich dann, das Geld schnell auszugeben. Wenn eine Währungsumstellung ansteht, ein Währungsschnitt ansteht oder auch der Umstieg auf die digitale Währung, ist fraglich, wie lange das Bargeld noch Wert hat. Da kam jetzt von mir schon ein Satz, ein Wort, digitale Währung. Die digitale Währung, davon sind wir leider nicht weit entfernt. Und mit der digitalen Währung kommt etwas, was wir sicherlich nicht wollen. Man kommt oder es kommt eine noch größere Kontrollierbarkeit der Bürger. Wie in China schon gezeigt, dort heißt es nicht Währung, dort heißt es Gutscheinverfahren. Die können nur zwischen dem 10. und 17. des Monats mit diesem Geld einkaufen, danach verfällt es. Also man kann dieser digitalen Währung jederzeit ein Verfallsdatum aufdrücken. Man kann sogar bestimmen, wie viel ihr für was ausgeben dürft. Also für Miete, für Lebensmittel oder für manche Dinge vielleicht gar nicht mehr. So könnt ihr zum Beispiel keine Funkgeräte mehr kaufen oder andere Dinge. Wie ihr aus der Grafik aus dem Bild oben sehen könnt, ich habe das von der Sparkasse als Quelle, ist die digitale Währung keine Verschwörungstheorie. Man denkt weltweit darüber nach. Ist ja auch klar, das Geld drucken und prägen kostet ja auch und diese Kosten spart man sich dann. Also ich gehe davon aus, dass spätestens 2022 die digitale Währung kommt. Vielleicht erstmal parallel zur normalen Währung, aber irgendwann werden sie unseren Euro abschaffen. In der jetzigen Form. Ich kann das Thema auch nicht allumfassend umreißen und euch darstellen. Es gibt genug Informationen in YouTube und wenn ihr sucht, auch auf anderen Webseiten zu diesen Themen. Informiert euch, entscheidet, was ihr brauchen könnt und legt es ja in Sachwerten an. Es nützt euch ja nichts, wenn ihr Geld spart.
Natürlich solltet ihr etwas in der Hinterhand haben, falls etwas passiert, aber legt es doch in sinnvollen Dingen an, die euch beim täglichen Leben weiterhelfen. Ich zum Beispiel habe einiges an Geld in Saatgut angelegt. Wobei ich darauf setze, dass ich Saatgut selbst nachziehen kann. Also ich kaufe biologisches Saatgut, wo man aus den Pflanzen auch wieder Saatgut gewinnen kann. Und das mache ich auch. Man kauft einmal für 100, 150 Euro ein, vielleicht auch sogar weniger, wenn man sagt, das meiste brauche ich sowieso nicht, mir reicht, was weiß ich, Kohl und Salate und Rüben. Dann kommt man auch mit weniger hin. Viel, viel weniger. Da sind das vielleicht 50 Euro. Kauft euch davon Nahrungsmittel, Vorräte oder Sachen, die ihr so für die Krisen was so gebraucht. Kerzen, Beleuchtung, Solarpanels, was auch immer ihr euch als Priorität setzt. Und das ist ein wichtiger Punkt, setzt Prioritäten. Schreibt euch nieder, was ihr braucht, wenn es zu einer Krise kommt. Und letztlich laufen immer alle Krisen auf drei Faktoren raus. Die Stromversorgung bricht zusammen, ihr habt keinen Strom mehr. Die Lebensmittelversorgung bricht zusammen, damit gehört auch Wasser und Flüssigkeit dazu. Und das Dritte ist, eventuell müsst ihr aus eurem Haus raus und fliehen. Das Thema Fluchtgepäck ist ja oft genug erörtert worden. Dazu muss es nicht unbedingt einen Krieg oder eine Krise geben. Es reicht schon, wenn eine Fliegerbombe im Nachbarsgarten gefunden wird oder ein Chemieunfall in der Nähe passiert und ihr euer Haus verlassen müsst. Als Fazit: Bitcoins, Silber, Wertmetalle und Co. dienen eher der langfristigen Anlage und der Wertsicherung. Wenn ihr nicht genug Geld habt, um jetzt euch zum Beispiel mit Vorräten einzudecken, dann würde ich gar nicht mal drüber nachdenken, hier Geld in Bitcoins, Gold oder Silber zu investieren. Lieber in Gebrauchsgegenstände des alltäglichen Lebens. Das war's auch schon. Ich weiß, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Vielleicht lerne ich auch noch was dazu. Bis zum nächsten Mal.